Shisha ist die Bezeichnung für eine Wasserpfeife, die vermutlich indischen, wohl aber eher persischen Ursprungs ist. Also auf jeden Fall fester Bestandteil der arabischen Kultur. Shisha-Cafés und Bars erfreuen sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit. Für den Actionthriller Avarizia ist die Shisha-Lounge Murphy's Oriental in Erkelenz zudem auch noch ein äußerst passender Drehort. Natürlich darf die Shisha auch nicht in den Szenen für den Kinothriller Avarizia fehlen. Die Crew des unter anderem mit Martin Semmelrogge, Ralf Richter und Claude-Oliver Rudolph besetzten Streifens fühlt sich in der Erkelenzer Shisha-Lounge schnell wie zu Hause. Für Inhaber Mevlüt Uludag eine spannende Erfahrung, wird doch sein Murphy's Oriental zum Set für einen Kinofilm. Es ist schön, dass die Jungs mich gefragt haben, ob die hier drehen können, dürfen. Und es war okay. Wir haben gesagt, natürlich, können wir gerne machen. Wir sind immer hilfsbereit, egal in welcher Hinsicht. Und es ist auch schön, dass auch bekannte Schauspieler dabei sind und unser Kreis auch irgendwo auch repräsentiert wird in einem Kinofilm. Das finde ich natürlich super geil und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir dazu eingehen und dass wir das machen. Zurzeit stehen Aufnahmen mit dem Theater- und Filmschauspieler Dustin Semmelrogge auf dem Drehplan. Der in Fernsehserien wie Großstadtrevier oder Unter uns genauso zu Hause ist wie auf der Theaterbühne oder der Kinoleinwand. Schauspieler, eigentlich ein Beruf, der für ihn vorprogrammiert war. Ja, so ist das hier beim Drehen, ne? Ja, wie kommt es dazu? Papa Schauspieler, Opa Schauspieler, meine Schwester Schauspieler, meine Oma auch. Ja, da liegt es natürlich irgendwie vielleicht nahe, dass man da auch so ein bisschen reinrutscht in dieses Milieu. Ganz gut reingerutscht ist auch bereits Nachwuchsschauspieler Jan Konnemann, der unter anderem zurzeit noch studiert, jedoch jede Gelegenheit wahrnimmt, den Platz vor der Kamera einzunehmen. Also ich spiele den Mike und bin eben Teil der Clique da und komme dann in so eine etwas gefährliche Situation, in so eine Zwickmühle und werde dann als Geisel genommen und muss eben gucken, wie ich den Leuten helfen kann, obwohl ich denen gar nicht unbedingt viel weiterhelfe. Für den erfahrenen Dustin Semmelrogge ist es immer wieder interessant, mit einem jungen Team drehen zu können. Beim Gespann Beckert Kertschmer und Kameramann Jan Holzapfel fühlt er sich sichtlich wohl. Ich habe den Patrick vor ein paar Jahren kennengelernt und haben uns angefreundet. Wollten schon ein paar Mal was zusammen machen, hat leider zeitlich nie hingehauen. Und ja, diesmal hat es gepasst. Und ja, Hut ab von Patrick und seiner Crew. Also die stemmen das alles aus eigener Faust so. Und finde ich, machen die ganz ordentlich. Macht auf jeden Fall Spaß. Regisseur Beckert sieht sich in der Besetzung der Rolle des Shanshi mit Dustin Semmelrogge absolut bestätigt. Okay, ich habe ihn ja kennengelernt, vor 5 Jahren war das jetzt, glaube ich, in Freudenstadt, als er das Stück Die toten Augen von London gespielt hat von Edgar Wallace. Zusammen mit seinem Vater, dem Martin Semmelrogge, der hier im Projekt auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und Dustin Semmelrogge ist ein absolut charismatischer Darsteller. Wir drehen hier in Murphy's Oriental in Erkelenz. Das ist eine sehr etwas mystische Szene. Ne? Und die Verbindung die Kombination aus Zynik, Ernsthaftigkeit und so ein bisschen das Schräge, das bringt dann natürlich absolut auf den Punkt. Und Dustin Semmelrogge ist eine absolute Traumbesetzung für die Rolle des Shawshi. So interessant die Dreharbeiten auch sind, so sehr interessiert uns aber die Frage nach dem Hype des Wasserpfeifenrauchens. Was ist denn das Besondere an diesem Trend? Das Besondere am Wasserpfeifenrauchen ist, dass man teilt. Das ist das ganz Wichtigste. Man kommt immer mit einer Gruppe hier hin, mit mehreren Leuten. Dann bestellt man sich, je nachdem wie viele Leute man ist, 1, 2 oder 3 Shishas, Wasserpfeifen. Und dann unterhält sich man. Das Gute ist auch, man kommt hier hin, setzt sich hin mit seinen Kollegen, Freundinnen oder viele Geschäftsleute gibt es auch, die kleine Treffen hier machen, die ihre Wasserpfeife bestellen und sich dabei unterhalten. Ja? Alltagsstress, Schule, Studium, Ausbildung. Ne? Dass man hier eher die Möglichkeit hat, wo man sich hinsetzen kann, Wasserpfeife rauchen kann und dass man sich vernünftig unterhalten kann. Und während die einen noch die unterschiedlichen Aromen genießen, ist Maskenbildnerin Lucia Dedea bereits wieder im Einsatz.
Sie ist dafür verantwortlich, dass die Schauspieler ihrer Rolle entsprechend geschminkt sind. Mal alt, mal jung, mal hässlich oder schön. Doch nicht nur Schauspieler sind ihr Klientel. In meinem Make-up-Studio mache ich vorwiegend Brautstylings, Haare und Make-up, aber auch Augenbrauenkorrekturen. Ich mache Workshops, wo ich Frauen sage, wie sie sich schminken. Und immer, wenn es sich die Gelegenheit ergibt, bin ich hier beim Dreh. Da bin ich mit Herzblut dabei. Das macht mir Spaß, die verschiedenen Charaktere zu kreieren, in verschiedenen Rollen sich hineinzudenken und zu überlegen, wie sollte derjenige, diejenige aussehen. In die unterschiedlichsten Rollen und Charaktere schlüpft auch Dustin Semmelrogge, nun bereits seit über 30 Jahren. Bleibt die Frage, wo er sich eher zu Hause fühlt, vor der Kamera oder auf der Bühne. Es sind zwei verschiedene Schuhe. Theater ist natürlich das Schöne, du hast das Live-Publikum und du spielst ein Stück von vorne bis hinten durch, was natürlich auch anstrengend ist, aber was natürlich auch schön ist, wenn man so eine Geschichte von Anfang bis Ende erzählt und die Resonanz vom Publikum irgendwie hat. Das ist eine eigene Magie. Aber drehen ist natürlich auch was Wunderschönes, wenn man dann das Ergebnis irgendwie auf der Leinwand sieht und das vielleicht mit dem Team zusammen guckt, ist das auch ein ganz besonderes Gefühl. Und es ist natürlich auch immer eine Erinnerung an alte Zeiten oder an, ja, so war ich mal, wo ich jung war und so. Also ich kann es schwer sagen. Ich mache eigentlich das, was ich gerade mache, mit Herzblut und so ist es.